So, jetzt aber einen wunderschönen guten Abend zusammen und willkommen zum heutigen Stream nochmal Skyrim. Ja, wir sind mittlerweile in Weißlauf, wollte ich schon sagen, Einsamkeit. Und ich habe jetzt aus irgendeinem Grund eine Quest abgeschlossen, wobei ich nicht mal weiß, wie. Ja, irgendwas mit, wir sollten irgendwelchen Leuten helfen. Ich muss mal kurz hier durchscrollen. Das hier war das jetzt. Cori zurückkehren, Ah, okay, wir haben hier irgendwie drei Leuten geholfen, jetzt sollen wir da zurückkehren. Ich bin mir nicht so sicher, ob es Sinn macht, jetzt zurückzukehren oder auch nicht zurückzukehren. Da ich jetzt nicht weiß, wo Cori gerade ist. Eigentlich müssen wir uns bei General Tullius melden. Ich würde jetzt an der Stelle erstmal speichern. Sollten wir Windhelm angreifen, würde ich dann den... wir machen es anders. Wir gehen direkt da runter und sprechen mit ihm, bevor wir den Angriff auf Weißlauf starten. Was ist los? Drachen? Oh ja. Wenn du eine Schwiegermutter hast, ne? Das könnte auch ein Hausdrache werden. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Ich glaube, ihr habt den Tag heute so ein bisschen überstanden. 37 Grad waren es ja heute. Also einer der wärmsten Tage, die wir bisher so hatten. Und ich hatte das schöne Vergnügen. Ich hatte Spätschicht und es war höllisch warm in der Halle. Aber dann habe ich mir gedacht, jo, Junge, geh doch einfach mal da draußen ein bisschen frische Luft schnappen. Und das war der größte Fehler, den ich hätte machen können. Weil draußen war es noch wesentlich schlimmer. Soll ich euch mitnehmen? Als in der Halle selber. Wir wollten nach Windhelm. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. In und, ist es für meinen Geschmack ein bisschen kalt und ich rede nicht vom Wetter. Ihr seid nicht aus... Wir haben draußen 37 Grad. Wir haben jetzt, glaube ich, aktuell noch 24 oder 26 Grad. Wisst ihr, was geil ist? Schnee, Freunde. Schnee. Könnt ihr euch mal richtig schön abkühlen. Ja, auch schön. Ja, darauf wollte ich eigentlich jetzt nicht hinaus. Jetzt sagt er mich hier nicht wegen der Quest Bescheid. Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt ist es plötzlich Winterfest. Willst du mich verarschen, Alter? Dein Scheiß ernst jetzt, dass du mich jetzt nach Winterfest schickst? Dann kann ich einen Spielstand doch laden. Weil Winterfeste greifen wir ja nicht an. So. Krieg rüber den Schnee. Kannst du gerne haben. Bin auch nicht so der Schneefront, muss ich sagen. Wie geht's dir denn so? Hast du den Tag heute gut überstanden? Hast du heute zweimal gestreamt? Mein Discord hat heute zweimal ausgelöst. Also zumindest laut meinem Handy. Nein, keine Zeit. Erwachsene haben keine Zeit zum Fangspielen. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und so, ich hoffe, dass das Internet heute wesentlich besser läuft. Gestern war es ja ranzte Katastrophe, dann lief es nämlich gar nicht. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Also, das ist nicht Windhelm. Ja, jetzt habe ich den Text nicht mitgenommen, ne? Hat aktualisiert. Irgendwas mit Straße Richtung Weißlauf. Ich gebe nichts auf schöne Kleidung. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Da ist es nur logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Oh, wir sind ein Legat. Hiermit befördere ich euch zum Legat. Im Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Meinen Glückwunsch. Ihr habt nicht viel Zeit, euch in euren Leistungen zu sonnen. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Windhelm. Meldet euch bei unserem Lager in Ostmarsch. Das habe ich gerade gesagt. Stream, kurz eine Auswahl. Also ich denke, es wird wahrscheinlich an der Wärme gelegen haben. Wir haben nämlich heute das Problem gehabt auf der Arbeit. Junge, geh doch mal weg hier. Dass unsere Anlagen, also quasi die Maschinen und sowas, nicht wollten heute, weil es einfach zu warm war. Also gefühlt hatten wir in der Halle bestimmt 40 Grad plus. Und da ich an der Vergussanlage arbeite, ist das dann noch wesentlich wärmer als das, wenn was die anderen machen. Ostmarsch zurückkehren. Das heißt, wir könnten nach Rifton gehen und dann könnte ich von Rifton aus darüber, obwohl ich könnte auch von Windhelm darüber. Was macht dir mehr Sinn, von Rifton oder von Windhelm darüber zu gehen? Ich würde sagen von Windhelm. Ich glaube, das ist kürzer, als wenn ich von Rifton rüber gehe. Auf jeden Fall hatten wir heute auch ziemlich viele Probleme. Aber das ist klar, bei 37 Grad draußen, das ist jedes Jahr im Sommer so, dass du da Probleme hast, ne?
Wofür brauchst du denn Java, wenn du streamst? Was hast du denn heute gemacht? Entschuldigt, ich war in Gedanken versunken. Ich verlasse mich lieber auf mein Leute, quatsch mich doch nicht allein. Das ist ja schlimm heute. Also Updates habe ich generell immer ausgestellt, aber Java habe ich zum Beispiel auch nicht, was ich update. Jetzt fängt der Stream wieder an zu lenken. Ich kann kotzen. Ich kann so kotzen. Also muss ich die Bitrate gleich wieder runterstellen. Ah, das lief eigentlich immer ganz gut, aber heute hat er keine Lust. Ich kann euch zu jeder. So, wir gehen jetzt nach Windhelm, damit wir rüberreiten können. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. So. Ruhig, altes Mädchen. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür ich Java brauchte. Minecraft vielleicht. Das läuft aber alles über den Server. Deswegen, Java habe ich, glaube ich, bei dem PC noch nicht einmal abgedatet. Ja, wir müssen uns gleich erstmal was zu essen reinhauen und einmal schlafen. Ich hoffe, wir haben irgendwo ein Bett in der Nähe. Und das mit dem Touchpad, das kann zusammenhängen. Ja, das ist richtig. Das ist gut möglich. Das kann ich allerdings auch nicht sagen, weil ich habe keins. Also, ich nutze keins aktiv. Wir haben hier so ein Tablet. Auf unserem Touchpad, das haben wir damals mit dazu gekriegt, wo wir bei Telekom Vertrag abgeschlossen haben, das haben wir mit dazu bekommen, aber aktiv genutzt haben wir das auch nicht wirklich. Weil das Ding kann halt einfach nichts, es taucht halt einfach nichts und es frisst halt Akku ohne Ende, ne? Deswegen liegt das einfach im Schrank. Und ich sehe gerade, ich laufe falsch. Es liegt halt im Schrank und ja, da liegt es halt. Also wir nutzen es auch nicht. Weil wofür? Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir es unbedingt bräuchten. Ja, aber wie gesagt, das Ding hat auch keinerlei Leistung. Ne? Du kannst da halt auch nichts mitmachen. War halt mehr oder weniger, wenn man es so sieht, ein Werbegeschenk. So, wenn ich jetzt eigentlich hierher reite, ich muss mal kurz gucken, wenn ich jetzt hierher reite, nein, ich muss nach links rum. Boah, eigentlich noch so eine Minikarte, ey. Also für Minecraft damals, wenn du es so gespielt hast, brauchtest du Java, das ist richtig. Das weiß ich auch noch. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Da gibt es ja mittlerweile zig verschiedene Versionen von. Aber da weiß ich auch noch nicht, wann wir das Projekt weitermachen mit Minecraft. Das ist auch momentan so ein bisschen verschoben, sage ich jetzt mal. Ne? Ja gut, wenn du es natürlich brauchst dafür, ne, und sowas Soundboards und sowas hast, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Kann auch sein, dass da irgendwie ein Programm bei ist, das zum Beispiel das Java braucht, aber dann hätte er es aber nicht sofort updaten brauchen. Oder vielleicht ist das eingestellt, automatische Updates. Das kann natürlich auch möglich sein, dass er sieht, aha, neues Update ist verfügbar. Ich date das mal eben ab oder so. Das haben wir zum Beispiel mit Windows schon des Öfteren gehabt. Dass, obwohl wir ausgestellt haben, dass er quasi Windows updatet, also quasi mal verschoben, tut das trotzdem. Oder er versucht es jedes Mal und dann geht unser Internet halt nicht. Das haben wir auch des Öfteren. Mit Windows 10, warte mal, ist das 10, was wir haben? Ich glaube, ja. Ist ja auch mal Update, Update, Update. Früher konntest du denen sagen, keine Updates herunterladen und dann hat er es auch gemacht. Mittlerweile kannst du ja nur verschieben, das mit den Updates. Ne? Aber er lädt es ja trotzdem irgendwann runter. Na, geh doch mal hier hoch. Ne, hier waren wir schon. Wo bin ich denn jetzt hier? Da bin ich. Bin noch nicht ganz richtig. Ich habe heute kein Navi dabei. Ja, also manchmal sind die auch ziemlich eigen. Also wir haben zum Beispiel bei Nadjas PC das Problem, obwohl wir denen immer mal sagen, er soll keine Updates ziehen, irgendwann machst du einen PC an und dann hat er Updates gezogen und er installiert die dann automatisch. Also du kannst natürlich auch Pech haben. Also das habe ich zum Beispiel beim Gronk mitbekommen. Oh. Sturmmäntel. Ich weiß nicht, ob die aggressiv sind. Nein, die ignorieren uns. Okay. Da habe ich das zum Beispiel mitbekommen, da hat ihm so ein Update mal eben den kompletten PC zerschossen, ne? Ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Und ich habe jetzt hier noch eine neue CPU hier liegen, die wollte mir noch jemand einbauen. Weil ich mache das selber nicht. Ich bin halt so für solche Sachen... in einem Spiel kann ich das machen, PC so zusammenbauen, CPU bauen und sowas. Aber im Real Life lasse ich die Finger davon, weil ich bin da halt nicht für so, für solche Feinheiten bin ich nicht gemacht für. Ich bin halt so der Mann fürs Grobe. da muss nämlich auch dann halt BIOS-Update und sowas gemacht werden. Das sind alles so Sachen, da habe ich keine Ahnung von.
Das merkst du bei unserer Gamma-Leitung sofort. Wenn der ein Update zieht, ist die ganze Leitung platt. Das merkst du sofort. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, mal eben zu schlafen? Kann ich... Kann ich mal eben hier mal 6 Stunden schlafen? Ja, das sollte reichen. Ich irre, das ist ja schlecht. Okay, reicht doch nicht. Ach, verdammt, das ist nicht gekocht. Beim Aufwärmen können wir eigentlich noch gucken, ob wir noch Salz haben. Habe ich noch Salz? Ich scroll mal so ein bisschen runter. Bleibt wachsam. Man kann nie wissen, wann diese Dreckskerle von Sturmmänteln angreifen. Ah, die könnten zum Beispiel auch direkt bei dir stehen. Okay, das sollte reichen. Habt ihr eine Meldung für mich? Der General und ich sind nicht immer einer. Euer Ziel ist die feindliche Festung. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Ich dachte, wir sollten Weißdorf angreifen. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ja, ja, das kriegen wir hin. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Ich dachte um Festung am Moll. Schon wieder eine Festung? Nix. Wir warten immer noch drauf. Also die haben jetzt nochmal die Straße aufgerissen, komplett. Haben das dann irgendwelche schwarzen Rohre noch mit reingepackt. Ich weiß auch nicht, was das für welche sind. Keine Ahnung. Haben dann alles komplett zugemacht. Jetzt ist bei uns nicht nur die Einfahrt kaputt, sondern auch das Stück von der Straße kaputt. Weil wir halt hier den ganzen LKW-Verkehr hier auch noch haben. Ich muss echt da hinten rüber reiten. Habt ihr nichts zu tun? Naja, was soll's. Auf jeden Fall ist die Straße jetzt auch noch kaputt. Das, was sie geteert haben, ist auch wieder kaputt. Weil die ganzen LKWs halt hier tagtäglich durchfahren. Und jetzt haben wir irgendwie ein Loch außen in der Wand. Da ist so ein weißes Kabel, was da durchgeht. Aber allerdings, was jetzt noch ist, keine Ahnung. Also wir warten noch drauf. Also Arbeitskollege meinte, der hätte da angerufen. Und die sagten, ja, da braucht ihr euch dieses Jahr keine Sorgen mehr drum machen. Das wird dieses Jahr so nicht passieren. Das wird erst nächstes Jahr passieren. Also voraussichtlich nächstes Jahr Juni, Juli sollen wir dann die komplette Glasfaserleitung haben. Wobei ich gesagt habe, das sollten wir schon vor 5 Jahren haben. Also ich warte immer noch drauf. Und dann ist es natürlich nochmal die Frage, was soll das Ganze kosten, ne? Preistechnisch. Also wir gehen nach links rum. So eine Gigabit-Leitung, was soll die zum Beispiel kosten? Oder generell, was soll es generell kosten im Monat? Weil ich würde da schon ganz gerne eine vernünftige Leitung nehmen, weil ich will in Zukunft, also ich würde ganz gerne in Zukunft, sagen wir mal so, die kompletten Streams hochladen. Also nicht mehr als einzelne Folge, so wie ich es vorher gemacht habe, sondern das, was wir zum Beispiel in Skyrim machen jetzt aktuell. Ich sage immer, wenn das jetzt 2 Stunden geht, dann laden wir die Folge als 2-Stunden-Folge hoch, nachdem sie gerendert ist übrigens. Und dann kommt die als komplette Folge. Weil sonst habe ich nämlich, ich habe mich jetzt gemerkt, ich habe jetzt schon wieder so weit vorgeplant, weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Da war ich die ganze Zeit schon wieder, aber ist egal, man muss auch mal die Zeit nutzen. Weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt schon wieder bis Anfang September, also oder Mitte September sogar schon wieder Videos geplant. Und da wir momentan ja jeden Tag streamen, auch wenn es nur 1,5 Stunden sind oder nur 1 Stunde ist, ist es ja trotzdem eine Folge. Habe ich mir gedacht, dann kann ich hier eigentlich, bevor ich jetzt anfange, die Videos zu schneiden, diese eigentlich komplett als komplette Folge hochladen. Also wenn wir 2 Stunden machen, kommt das denn nichts als 2 Stunden auf YouTube. Ja. Hallo Onkel Norga, sag mal, hast du den Wunschschrei von vorhin eigentlich aufgenommen? Doch super als Ton oder sowas nutzen. Ich weiß nicht, ob du so gehört hast. Was habe ich verpasst? Da bin ich einmal auf der Spätschicht und kann mir keinen Stream angucken und dann sowas. Also solche Sachen wie zum Beispiel das mit dem Reiten, das würde ich dann rausschneiden. Aber da wir uns da gerade unterhalten sind, lasse ich das in dem Fall jetzt zum Beispiel drin. Nee, war schrecklich zu verstehen. Ja, ich habe mein Mikrofon auch so ein bisschen umgebaut. Ich habe das jetzt quasi etwas näher an mir dran, also nicht mehr gerade, sondern quer quasi. Und ich bin etwas näher dran und habe die Lautstärke ein bisschen runtergedreht, dass man halt nicht mehr alles hört. Umschrei Klingelton. Wann gibt's das per App? Ja, wie weit haben wir es denn jetzt noch? Ah, es ist nicht mehr ganz so viel, müssen wir noch gerade alles runter. Müssen wir mal gucken, was wir Samstag machen wegen Koop, ne? Ob wir den ausfallen lassen oder ob wir was anderes machen. Dann muss ich mich da auch nochmal drum kümmern.
Alpola ist ja nicht da. Muss ich noch aus dem VOD rausschneiden. Wer läuft denn gerade hinter mir her? Wer bist du denn? Junge, hast du keine Probleme oder was? Will er mich gerade schlagen? Zeit zu sterben. So, ich steige jetzt erstmal von meinem Pferd ab, dann gibt es direkt erstmal auf die 12. Was hat der denn da für eine Rüstung an? Okay, der hat mich einfach random angegriffen. Junge, was ist bei dir denn falsch? Stahlrüstung der Soldaten. Die sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, ne? Also die ist schon sehr, sehr hübsch. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein... Da ist mein Pferd. Wer, ich oder der andere? Achso, ich. Okay. Ja, ich, das weiß ich ja nie, weil wir haben ja beide denselben Namen. Wo man mir früher mal sagte, du hast voll den seltenen Namen. Ja, am Arsch. Hab ich einen seltenen Namen. Irgendwie heißen sie alle so. Ich habe auch viele kennengelernt, die halt auch denselben Namen haben wie ich. Aber ich habe sehr wenige Leute kennengelernt, die an demselben Tag Geburtstag haben wie ich. Ich glaube 3 oder 4 Leute. Die ich mal kennengelernt habe. Das war Festung Almol. Die hatten wir doch eigentlich schon mal erobert. Ach komm, machen wir es mit dem hier. Nun aus! Ich würde mich gerne in den Werwolf verwandeln und die dann wegmetzeln, aber ich habe so das dumme Gefühl, dass die Kaiserlichen mich danach auch angreifen. Sterbt, Rebell. Und das Schlimme ist, danach darf ich wieder nach Einsamkeit gehen, um dann wieder quasi die Quest abzugehen. Das ist so dumm einfach. Können wir nicht direkt die Festung angreifen? Also direkt Weißlauf, Windhelm angreifen? Ist die down oder steht die hinter mir? Ich hoffe, dass der Sound nicht so laut ist, weil ich habe bei mir das nämlich gerade ein bisschen lauter. Los, Frosty, du regelst. Mir ist das gerade so einfach. Weil die haben ja auch keine Rüstung großartig. Not regelt der Schrei von alleine. Yeah, 47% noch. Ach verdammt, ich habe meinen Schrei jetzt nicht. 40 noch. Oh, wer ist denn? Iona? Achso, das ist sie. Wollte schon sagen, hä? Ich kann doch nicht schreien, ich will mich da hochschreien. Weil da stehen nämlich genug Leute. Ja, ja, schießt der ruhig mal. Hier, spiel mit dem hier. Also ich muss sagen, sie ist die einzigste, also fast die einzigste, die ich mit dem Namen kenne. Bei mir auf Arbeit gibt es direkt 3 Leute, die auch so heißen wie ich. Weil ich mag meinen Namen halt nicht. Deswegen bevorzuge ich immer den Spitznamen. 5% verbleibend. Ja, wo sind sie denn? Sind die jetzt hier oben gespawnt oder? Dein Ernst jetzt? Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe. Magic. Ach, guck mal, wer da ist. Hast du es ja doch mal geschafft, Junge. Endlich Feierabend. Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe?
Na, also Spiel gespeichert. Bin ich betrunken? Ich bin immer so, er muss mit mir arbeiten. Also muss ich das wegen dir rauskarten. Bin doch gar nicht betrunken. X? Ja, schön, dass du es geschafft hast. Haben wir heute noch drüber gesprochen. Morgen kommt übrigens Mass Effect, wenn du da auch Bock drauf hast. Und denk daran, über Final Fantasy gucken. Ich frag dich morgen. Und morgen kommt übrigens die neue Folge. Aber wir spielen auch nur auf normal. Also, wir haben jetzt nicht allzu einen hohen Schwierigkeitsgrad. Ja, wir im Survival-Modus spielen. Skyrim ist der schon hart genug. Guckst dir morgen an. Da kannst du morgen alle drei Folgen gucken. Wir werden voraussichtlich, habe ich dir ja gesagt, Samstag werden wir dann nochmal 2 Stunden auf jeden Fall machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur bei 2 Stunden bleibt oder ob wir Samstag komplett Final Fantasy streamen werden. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich nachher noch, also spätestens morgen, muss ich das mal in unsere Koop... Hi Petra! Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn? Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir besser. Muss ich mal in die Discord-Gruppe schreiben, weil unser Powerpoler ist nicht da. Der hat sich freundlicherweise mal einen Tag Urlaub genommen für uns aus der Koop-Gruppe, also beziehungsweise aus dem Koop-Samstag. Ja. Ausschneiden, ich habe die extra pinke Bastelschere und grünen Kleber besorgt. Okay. Oh nein, echt? Arbeitskollege, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil, ja, ein Arbeitskollege hat es auch, ich sag jetzt nicht welcher. Oh, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich habe da ein Bild gesehen im Status und ich dachte mir, ja, antwortest du jetzt oder machst du es nicht? Und ich dachte mir, oh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, also sagst du gar nicht. Boah, ich habe mir eigentlich noch vor ein paar Wochen gedacht, oh, wie es der Petra wohl so geht, könntest du dir eigentlich ja mal schreiben so auf WhatsApp? Und da wir das letzte Mal ja gesprochen hatten, dann hattest du ja gesagt, du hast ja privat viel zu tun, hab gesagt, nee, komm, machst das nicht. Willst ja nicht unbedingt nerven. Ich muss mal kurz gucken, wo gehe ich jetzt hin? Ja, ein bisschen in die Richtung. Ich meine ich doch. Ach so, doch. Der hat ja ja, mir geht's eigentlich auch soweit ganz gut. Wir haben eigentlich Feierabend. Stimmt, wir können den Kaninchenbild schicken, dann geht's dir bald wieder besser. Das ist nicht so aufdringlich. Kriegst du ein Genesungskaninchen? Oh, Nebelwacht entdeckt. Ich bin, glaube ich, komplett falsch gelaufen, ne? Ja, natürlich. Ich bin komplett falsch gelaufen. Ich kann gleich mal gucken, ob ich noch eins auf dem Handy habe. Ansonsten werde ich versuchen, mal morgen die eins zu machen. So ein Genesungskaninchen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch... Ich glaube, ich habe dir mal eins geschickt, ne? Wo ich den auf der Schulter habe, glaube ich. Das habe ich dir geschickt, ne? Wo ich den Rabauken auf der Schulter sitzen habe. Ansonsten, Nadja kann ja auch ja welche schicken im Discord. Die hat bestimmt welche. Ich laufe gerade total falsch. Genau, dann nur 23 Stunden pro Tag knuddeln und 1 Stunde muss er fressen. Am Tag, also insgesamt. Ich laufe hier gerade kreuz und quer hier. Ich kriege jedes Mal Panik, wenn ich Streamlabs sehe und dann irgendwas gepostet wird, weil ich denke immer, in dem Moment, da hat wieder irgendeiner was gepostet, was nicht sein sollte, oder da ist ein neuer Follower reingekommen. Ja, also ihr kennt das ja schon mit Discord und YouTube und so, ne? Also für euch ist das ja nichts Neues. Ihr seid ja alle schon im Discord. Deswegen für euch ist das ja nichts Neues. Nein, ich habe nicht Angst vor neuen Followern. Ich sag mal so, es gibt halt viele Follower, die seitdem die gefolgt sind, halt nicht mehr da waren, was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber ist ja auch nicht so schlimm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Lieber ein kleiner Trupp, mit dem man super zurechtkommt, als wirklich so eine Masse und du keine Ahnung hast, wer das eigentlich im Endeffekt ist. Weil ich bin gerade sehr auf den Chat fixiert, deswegen ich gucke immer, ob da irgendwas Neues kommt. Ich unterhalte mich eigentlich viel zu selten mit so ein paar Leuten. Bis auf mit dem einen, mit dem quatsch ich hinterher auf der Arbeit.
Und dann hast du ja was zum Gucken. Dann hast du wenigstens, ja, ist aber so ein paar Stunden vielleicht ein bisschen Skyrim zum Gucken heute. Morgen machen wir Mass Effect. Also es wird sich momentan auch erstmal nicht am Plan ändern. Montag, Dienstag bleibt erstmal Skyrim. Mittwoch, Donnerstag ist Mass Effect. Freitag Fallout 4. Samstag Koop und Random Game. Und Sonntag wird komplett Random Game entschieden. Wann kommt der Tag, wo du entdeckt wirst? Von wem? Ich dachte nur nicht, dass ich dabei mehr zu sehen bekommen würde, als mir lieb ist. Achso, du meinst von den Leuten. Weißt du, das ist nicht von Onkel Monte, auf keinen Fall. Also, ich kann dir sagen, wenn ich anfangen würde, wieder aktiv Padded zu spielen und aktiv Padded zu streamen, so wie ich das früher gemacht habe, dann würde ich innerhalb von einem Monat die Followerzahl von damals locker erreichen und das wäre kein Problem. Aber ich will es aber gar nicht. Ja, aber ich habe mich damals halt viel auf ein oder zwei Projekte gestürzt und das war wesentlich mehr Arbeit als das, was ich jetzt mache. Ich euch nicht getäuscht habe. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Bewegung. Ah. Von General Tullius neue Befehle geben. Wo muss ich denn jetzt hin? Nein. Ja, das war. Ja, wir haben momentan nicht so viel Arbeit, also ich habe nicht viel. Und er weiß das ja. Er sagte heute auch schon zu mir, wie, du hast nur so wenig. Ja, habe ich ja auch. Haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Also es macht auch Spaß. So ist es nicht. Und es macht mir halt immer, ich sag mal so, es macht mir halt auch mehr Spaß. Und es macht halt, es ist halt für mich auch interessanter, wenn halt auch immer Leute da sind, mit denen man mal quatschen kann. Ne? Beim Norgard weiß ich, der streamt ja auch selber. Der hat auch nicht immer Zeit. Aber wir versuchen halt uns immer gegenseitig zu unterstützen. Petra, die kommt rein, wenn sie gerade da ist. Die streamt ja auch. Kannst den beiden ja übrigens auch mal ein Follow da lassen, wenn du so nett bist. Ja, ich habe eine sehr erotische und eine sehr kräftige Stimme, ohne das Gate zu wirken. Dabei kennt er ja noch gar nicht meine Tuntenstimme, aber ich glaube, das schenke ich mir erstmal. Aua! Ja, es ist auch deins, keine Sorge. Also der Norgard, der macht zum Beispiel Landwirtschaftssimulator. Das ist sehr interessant, wenn du mal wirklich abschalten willst, ist das wirklich toll. Kannst dich auch super mit ihm unterhalten. Oberer Osten, achso. Ah, und die Petra, die streamt immer sporadisch. Also kannst du dir auch wirklich beide angucken. Ist die beste Empfehlung von mir. Wenn ich dir das empfehle, kannst du mir das ruhig glauben. Ihr da, Reisender. Ich habe keine Zeit für euch. Ja, ja, ihr Vampire, ihr mich auch. Ne? Mach das. Kannst du mir ja morgen Bescheid sagen oder kannst auch morgen gucken. Bitteschön, bitteschön. Ich muss ja ein bisschen Support auch wieder zurückgeben. Ihr unterstützt mich ja auch mal regelmäßig. Deswegen versuche ich das so gut es geht, euch ja auch zu unterstützen. Na, dank euch bin ich ja auch ein bisschen größer geworden in einer kurzen Zeit, muss man dazu ja auch sagen. Na, ihr habt ja auch einen großen Anteil daran. Das muss man ja auch noch mit erwähnen. Das ist ja nicht alles nur meine Arbeit, sondern eure auch ja noch mit dabei. Immer noch geradeaus reiten. Wie gesagt, du kannst auch morgen gucken. Morgen kommt die neue Folge von Final Fantasy. Und da kommt nämlich noch, morgen kommt die dritte Folge. Weiß nicht, Petra, du magst ja auch Final Fantasy, ne? Ist Final Fantasy 7 was für dich? Ich müsste nachher mal gucken, weil ich meine, morgen 18 Uhr kämen die. Weil, das machen wir Samstag und die ersten zwei Folgen sind schon auf YouTube. Falls du mal was gucken möchtest, dann hast du da schon mal Final Fantasy. Wir werden voraussichtlich Samstag das dann streamen, also zwei Stunden bestimmt. Kenne ich nicht, kenne ich nur Final Fantasy 14. Dann guck dir unbedingt Final Fantasy 7 an, du wirst es lieben. Das ist ein sehr geiles Spiel und das Original von 1997 kommt übrigens auch noch als Folge, aber ich weiß noch nicht wann. Lass es bitte bleiben, habe ich doof. Also momentan kommen sehr viele Videos. In Zukunft ist es aber geplant, dass wir halt den Livestream, den wir machen, also quasi wenn ich jetzt heute 3 Stunden streamen würde, dass ihr auch demnächst die 3 Stunden bekommt als Video auf YouTube. Aber ob ich das so umsetzen kann, wie ich es mir vorstelle, muss ich erst testen. Deswegen, das ist noch nicht final. Das kann ich erst hundertprozentig sagen, wenn ich es wirklich getestet habe über einen Monat. Deswegen schauen wir dann mal. Kannst du auch noch Vampire Ende gucken, falls du es noch nicht Ende geguckt hast. Auch ein schönes Spiel übrigens. Na schön! Es ist Zeit, der Sturmmantel-Rebellion den letzten Schlag zu versetzen. Ihr habt alle tapfer gekämpft und viel dafür geopfert, damit wir es bis hierher geschafft haben. Ulfric glaubt, er kann sich hinter den Mauern seines Schlosses verstecken. Aber wir werden uns hineinkämpfen
und ihn aus den Trümmern herausziehen. Was sind die Katapulte? Da dies der letzte Kampf der Sturmmäntel ist, werden sie bis zum letzten Atemzug kämpfen. Sie werden unerbittlich und gerissen sein. Aber sie sind euch Soldaten nicht gewachsen. Ihr seid die besten und mutigsten Krieger in Tamriel. Berufssoldaten, furchtlos und zerstörerisch. Der Kaiser wird die heutigen Ereignisse aufmerksam verfolgen. Wer sich hier positiv hervortut, wird großzügig belohnt werden. Alles bereit machen! Wir hinterher! Für das Kaiserreich! Für die Armee! Ich sag mal so, es gibt halt sehr viele grafische Mods und da sieht das doch wesentlich, wesentlich geiler aus als das, was wir jetzt haben. Wesentlich geiler. Hallo, mein Freund. Also ich habe schon Skyrim gesehen, wir hatten auch schon Skyrim Mods drauf, grafische Mods und das sah so geil aus einfach. Also bekannt aus Skyrim hat glaube ich auch die größte Modding-Community, soweit ich das weiß. Und Skyrim kannst du halt so viel machen, ne? Der Steampunk-Mod gibt es glaube ich auch, ja. Also du kannst halt sehr viel machen. Es gibt auch eine Mod, die, ich weiß gerade nicht gerade, wie sie heißt. Ist auch so eine Mod, wo du im Survival-Modus spielen kannst, aber wesentlich besser als das, was wir jetzt hier haben. Das heißt, es gibt dann Regen, es gibt dann, wenn du, da kannst du dann halt auch wärmere Sachen anziehen und. Geht das zu. Das ist auch eine sehr geile Mod. Auch da müsste ich einen Tugu fragen, der weiß das. Da gibt es schon sehr geile Mods. Na? Ich kann die köpfen, ja, aber ich habe den Skill momentan nicht drin, weil wir unsere Axt bzw. unsere Einhandangriffe geskillt haben und die legendär ist, kann ich dir eben zeigen. Weil wir spielen im Allrounder quasi, siehst du hier einhändig, einhändig, meine Güte. Das ist Legendärzeichen, das heißt, ich muss das erstmal skillen, um dann wieder das zu bekommen. Ich könnte hier zum Beispiel enthaupten. Ja, also ich kann hier mächtige Angriffe durchführen. Ich habe mich jetzt für die Axt entschieden, einfach aus dem Grunde. Mit dem Gemetzel verursache ich nochmal Blutungsschaden mit Äxten. Bei Knochenbrecher könnte ich zum Beispiel mit Streitkolben Rüstung ignorieren. Das Problem ist halt, Streitkolben brauchen sehr lange, um zuzuschlagen. Klingenspezialist, eine kritische Trefferchance erhöht. Und ich mag es halt, in den Spielen den Gegner mit Dots zu belegen. Also quasi ihn so langsam zu zermürben. Ja, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel halt die Axt genommen. Und die Axt ist so ein mittlerer Wert, die ist halt schnell und macht halt auch gut Schaden. Das Schwert macht halt am wenigsten Schaden. Und ist aber sehr schnell. Ne? Also der Streitkolben ist sehr langsam und macht halt viel Schaden im Endeffekt. Aber du musst halt selber entscheiden, auf was spiele ich denn jetzt. Ne? Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Charakter, der ist hier komplett mit schwerer Rüstung ausgestattet. Ist halt ein Kampfmagier, er ist ein Krieger, er ist ein Bogenschütze und quasi ein Schurke, wenn es so ist. Also ein Allrounder. Obwohl ich eigentlich nur einen Krieger spielen wollte, habe ich dann doch ein bisschen mehr rausgemacht. Eigentlich war ich jetzt überlegen, anderen Begleiter mitzunehmen, dass ich quasi einen habe, der aus der Ferne angreift, während ich dann quasi mit meinem Frosty, also mit meiner Beschwörung hier, die Gegner zermürben kann. Was natürlich auch nicht immer funktioniert, muss ich dazu sagen, ne? Das ist halt das Nächste. Ich muss erst mal gucken, warum muss ich denn jetzt hier? Und mit dem Schrei, den ich da halt mache, ist quasi so ein Todesschrei. Das heißt, ich entziehe den Lebenspunkte und sowas. Das heißt, die werden dann auch nochmal zugedottet. Aber die sterben jetzt halt relativ schnell. Wir sind Level 44, also... Da wundert mich nicht, dass die jetzt so schnell sterben. Wir haben auch schon Gegner gehabt, die uns fast getötet haben. Also so ist es nicht. Das ist immer unterschiedlich. Und wie du siehst, habe ich schon wieder keine Ausdauer mehr. Also das heißt, ich kann auch nicht alles blocken. Und wir kriegen halt trotzdem noch ordentlich Damage. Und wir haben jetzt nicht den, ich sag mal, passenden Stein drin. Ich habe den lebenden Stein drin, damit ich halt alle Fähigkeiten erhöhen kann. Eigentlich müsste ich das hier machen. Quasi mit Magie angreifen. Damit ich meine Zerstörung skillen kann. Aber wie du siehst, ist das verdammt viel Mana.
Ich muss nur aufpassen, dass ich meine eigenen Leute töte. Das kann dir halt auch sehr schnell passieren. Erstmal Schild wieder ausrüsten. Ja, also das halt in Skyrim hast du halt sehr viele Möglichkeiten. Du kannst deinen Charakter so spielen, wie du willst. Aber ich habe immer Schurken gespielt, ich habe einen Bogenschützen gespielt, ich habe schon zweihändigen Berserker gespielt und. Also ich habe eigentlich schon alles gespielt. Dann mal im Feuer speichern. Du kannst dich übrigens auch für die Sturmmäntel entscheiden. Bereits geschehen. Ulfric Sturmmantel, ihr seid des Aufstandes, des Mordes an Bürgern des Kaiserreichs, der Ermordung von König Torek und des Hochverrats gegen das Kaiserreich für schuldig befunden. Es ist vorbei. Nicht, solange ich noch lebe. Trete zur Seite, Galmar. Wir sind hier, um Ulfrichs Kapitulation entgegenzunehmen. Ich werde Ach so. Niemals in die Hand eines korrupten und sterbenden Kaiserreiches legen. Himmelsrand gehört euch nicht, Ulfric. Nein, aber ich gehöre ihm. Genug! Ihr seid Verräter und werdet auch wie Verräter sterben. Ergebt euch und werdet öffentlich exekutiert oder tretet vor und werdet hier und jetzt durch meine Hand gerichtet. Das ist mir egal. Ich werde eure Köpfe so oder so nach Sirodiil zurückschicken. Und? Worauf warten wir? Hey! Ist das alles? Und nun aus! Ihr seid so gut wie tot. Ob wir mir jetzt die Frostatonarchen reinpackt, weiß ich auch nicht. Ja, was ist das jetzt? Nun, Ulfric. Das habe ich nie, Sturmmantel-Offizier. Er hat nur Crap dabei. Könnt ihr mir nicht entkommen. Habt ihr noch einen letzten Wunsch, bevor ich euch dorthin schicke, wohin Leute wie ihr hingeht, wenn ihr sterbt? Sovngarde. Richtig. Und? Überlasst diese Aufgabe dem Drachenblut. Daraus lässt sich ein besseres Lied dichten. Ich will die Sache über die Bühne bringen und keinen Schönheitspreis gewinnen. Damit bin ich einverstanden. Macht ihr das jetzt selber oder müssen wir das jetzt machen? Ich wollte schon sagen. Talos sei mit euch. Was war das, Legat? Nichts. Ich verabschiede mich nur. Nun, die Männer erwarten bestimmt eine Rede. Und wir müssen die Stadt diesem Freiwinter-Typ übergeben. Brunwulf. Ja, ich habe Männer geschickt, die ihn beschützen und hierher bringen sollen. Windhelm wird unverzüglich eine Regierung brauchen, wenn wir weitere Gewalt verhindern wollen. Die Armee wird für einige Zeit hier bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu weiteren Gewalttätigkeiten kommt. Oh, und Legat, es war mir eine Ehre, euch an meiner Seite zu haben. Als Zeichen meiner Wertschätzung sollt ihr mein Schwert haben. Und jetzt wird eine Rede gehalten. Los geht's. Ja, gerade hat er mit uns gesprochen oder mit ihr? Also, eben Erz des Vampirs. Nice. Den klauen wir mal. Lass uns erstmal gucken, wie das hier aussieht. Vielleicht schmeißen wir es auch weg. Drachenplattenbrustpanzer. Ja. Naja. Also der Burner ist die jetzt nicht. Ich nehme es aber trotzdem mal mit als Andenken. Ja, dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Dann ist das mit dem Krieg nämlich auch jetzt durch. Sein Kopf wird nach Sirodiil geschickt, wo er in der Kaiserstadt eine Turmspitze der Stadtmauer schmücken wird. Dieser Tag soll eine letzte Warnung für diejenigen sein, die sich selbst immer noch Sturmmäntel nennen. Wir übergeben die Stadt Brunwulf Freiwinter, einem ehrenwerten und gesetzestreuen Mann. Viele von euch werden in Windhelm bleiben
um dem Jarl dabei zu helfen, die Ordnung wiederherzustellen und die letzten rebellischen Brandherde auszulöschen, die hier noch schwelen könnten. In Anerkennung eures beispielhaften Einsatzes verdopple ich euren Sold und die Entschädigungszahlen an die Witwen eurer gefallenen Kameraden. Ja! Ich bin stolz auf euch alle. Es lebe der Kaiser! Ruhm und Ehre seinen Soldaten! Ich hasse es, Reden zu halten. War gar nicht so schlimm. Ich hoffe, wir haben nicht soeben einen Märtyrer erschaffen. Es wird garantiert Widerstand geben. In den Hügeln befinden sich zahlreiche Lager der Sturmmäntel. Sie werden zweifelsohne zuschlagen, wann immer und wo immer sie können. Aber wenn Ulfric sie nicht mehr aufstachelt, werden sie früher oder später aufhören und nach Hause zurückkehren. Ich hoffe, ihr habt recht, Legat. In der Zwischenzeit werden wir sie weiterhin aufspüren und ausmerzen. Ohne euch hätten wir das nicht schaffen können. Das Kaiserreich rühmt sich eurer Erfolge. Kommt, Recke. Es gibt immer noch viel zu tun. Ja, es ist das erste Mal übrigens auch, dass ich das per Kaiserliche mache. Ich habe sonst immer die Sturmmäntel genommen. Aber ich finde das immer schlimm, dass man die ganze Stadt zerstören muss. So, was haben wir denn hier? Wutra, wo haben wir das denn hier? Das ist hinten Richtung Weißlauf. Axt der Reue ist am Arsch der Welt gefühlt. Das ist zu weit weg. Wir sind derzeit in Windhelm. Was haben wir denn sonst noch hier? Ich würde irgendwann mal hin wieder zurückkehren. Und dann mal gucken, was wir dann noch hier an Quests bekommen. Stell den Vogt für deine Plantage ein. Achso, kann ich nicht sehen. Super. Kann ich die erstmal rausnehmen. Die Spitze müssen wir auch noch suchen. Des Tages. Schreine, ja, kann man eigentlich auch machen. Nessenfluch. Dualstätte, was haben wir hier noch? Da müssten wir woanders hin. Ich würde sagen, lass uns die Questreihe der Gefährten weitermachen. Wo ist das denn hier? Ach, das ist auch da oben. Das ist mir alles zu weit weg. Ja, dann gehen wir nach Weißlauf, würde ich sagen, und machen dann nichts. Ja, ich muss erstmal hier rauskommen. Ja. Hätte die wenigstens nicht schon mal die Sachen wegräumen können hier. Achso, wir wollten mal nach der Waffe gucken, ne? Nach dem Schwert. 23, ja. Und ich mache mal mit meiner Axt 27. Liegt auch daran, dass wir die Axt geskillt haben im Übrigen. Ja, gut, dann werden wir die Questreihe für die Gefährten erstmal weitermachen, würde ich sagen. Erstmal nach Hause schlafen und dann werden wir uns auf dem Weg da hinten hin machen. Und dann müsste man hier auch Lydia wieder treffen. Da ist zu. Ich glaube, ich muss hier rum. Wo ist eigentlich unser Begleiter? Die jetzt tot? Haben wir die gekillt? Oder kommt die hier nicht mit rein? Warum der Goblin hier als Begleiter nochmal extern zählt, weiß ich auch nicht, weil das müsste, glaube ich, von dem DLC sein. Also von diesem... Ja, ist das Ding jetzt, was wir gerade spielen? University Edition oder sowas? Aber ich sehe gerade, müssen wir so schlafen, denn... Ja, ich glaube, die ist tot. müssen wir so schlafen, damit wir übrigens unseren Skillpunkt verteilen können. Weil das Ganze im Survival-Modus nur, wenn du schläfst. Das hat zum Beispiel Fallout 4 nicht. Aber ich muss sagen, in Fallout 4 der Survival-Modus ist schon etwas besser. Deswegen, ja. Gut, jetzt habe ich natürlich... Ja, super. Jetzt habe ich keinen Kutscher hier, oder was? Ach, verdammte Hacke, das ist nicht dein Ernst. Militärlager. Ich überlege gerade. Heißt, ja komm, weißt du was, dann reiten wir so zurück. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas unterwegs. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken. Wir müssen dann darüber. Mein Pferd ist so hässlich, weil es ein Zwergenpferd ist. Und mein Pferd kann, glaube ich, auch nicht sterben. Aber ich bin mir nicht sicher. Das habe ich durch eine Questreihe freigeschaltet und hat mich kein Gold gekostet. Nur ein bisschen Nerven. Aber ich kann leider auch mein Pferd nicht rufen. Das heißt, wenn das irgendwann mal, wenn ich das irgendwo hinstelle und vergesse das, weil wir können ja nicht schnell reisen in dem Spiel, also im Survival-Modus kann ich es nicht, dann ist das erstmal da, bis ich quasi mit einer Kutsche irgendwo hingehe. Ja, also das wäre halt auch schon mal eine schöne Mod gewesen, wenn du halt dein Pferd auch hättest rufen können.
des Nachts ist mein Cousin verschwunden. Warum laufen hier noch Sturmmäntel rum? Wo waren die denn bitte gerade? Ja, das Pferd kannst du halt durch eine Questreihe kannst du das halt freischalten. Es gibt aber noch ein schöneres Pferd. Das kriegen wir aber erst, wenn wir die das DLC weiterspielen mit Serena. Das Serena, keine Ahnung, wie man die jetzt ausspricht. Da kann man auch noch ein Pferd bekommen, was wesentlich interessanter ist. Und man bekommt auch eine sehr nette Fähigkeit übrigens, was Drachen betrifft. Das ist ja nicht Plötze. Nee, ist auch nicht Plötze. Aber Witcher werden wir irgendwann auch spielen. Das schiebe ich schon seit Jahren vor mich hin. Jetzt zockst du auch Skyrim. Aber was meinst du, wie viele Leute ich schon im Stream hatte? Egal, bei ETS, ATS oder sonst irgendein Game, wo die sagten, boah, jetzt habe ich so Bock drauf, ne? Ich das bei dir sehe, boah, jetzt habe ich da auch so Bock drauf, dieses Spiel einfach zu zocken. Und zack, sind die Leute instant weg. Da geht immer ganz schnell. Also ich hätte auch schon Bock drauf, Borderlands zu zocken. Oder Tiny Tinas Borderlands, aber ich habe das Spiel noch nicht geholt. Hätte ich auch Bock drauf. Das Problem ist halt immer die Zeit. Ne? Man hat die Zeit halt nicht. Ach scheiße, es kommt doch noch ein Troll. Das ist halt immer so eine Zeitsache. Witcher 3 ist auch so ein Projekt, was ewig lange gehen wird. Dafür müssen wir erst noch die anderen beiden Teile spielen. Wir werden jetzt aber erstmal Mass Effect durchspielen komplett. Dann werden wir uns der Dragon Age Reihe widmen. Und dann werden wir, wenn die komplett ist, werden wir uns dann wahrscheinlich an der Witcher Reihe versuchen. Weil wir haben jetzt Skyrim und Fallout 4 zwei Projekte, die ewig gehen. Gefühlt. Und wir haben ja noch zwei Projekte, die ja momentan auslaufen. Das ist ja Expedition Rom und Kimnus auf Amalur. Da muss ich mal gucken, wenn ich die Zeit habe. Dann nehme ich die offscreen auf. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Hier war doch ein Schild, ne? Wo geht's nach Weißlauf? Geradeaus, okay. Und vorher kommt jetzt dies Jahr auch noch, kommt jetzt noch Shadowlands, nicht Shadowlands, Dragonfly für WoW, Wattlecar kommt noch, FIFA 23 kommt auch noch. Also ich habe irgendwie kaum Zeit. Es kommen noch so viele schöne Spiele dieses Jahr. Und ich kann sie nicht alle, also ich kann sie nicht alle zocken, ne? Weil es halt einfach die Zeit aber nicht habe. Die Arbeit hält mich einfach auf. Was ist das Schlimme daran? Was haben wir denn da? Ach, das ist ein Hirsch. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken hier. Byte Run darunter. Oh, die Talmor. Weil man hat einfach nicht die Zeit, diese ganzen Spiele einfach zu spielen, sage ich jetzt mal, ne? Teilweise sind die Spiele ja, ist das so, dass du bei einem Spiel hast du ja allein schon, wenn du wirklich alles mitnehmen willst, also 80, 90 Stunden aufwärts. Na, und dann mach mal eben 80, 90 Stunden, ne? Ja, das ist echt schlimm. Also wir haben heute auch schon, wir haben heute auch drüber gesprochen, ob man, oder ob es sich lohnen würde quasi, wenn man die Möglichkeit hat. Stimme zu. Wie gut, dass wir einer Meinung sind. Das gefällt mir voll. 80, 90 Stunden, ja. Also, ich sag mal so, Expedition Rom hat, wenn du gut durchkommst, zwischen 40 und 50 Stunden. Kingdoms of Amalur, was ich momentan ja auch noch mache, hat, wenn du alles mitnimmst, ohne DLCs, 200 Stunden plus. Skyrim hat auch, weil über 80 Stunden plus, wenn du alles mitnimmst. Und wir nehmen alles mit. Wir haben die Hauptquest ein bisschen weitergespielt. Wir haben sie nicht komplett weitergespielt, nur ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt hier im Bett habe. Nein, habe ich nicht. Okay, dann kann ich hier wieder raus. Ja, aber nochmal zu einem anderen Thema noch zu kommen. Wir haben uns heute darüber unterhalten, wegen Selbstständigkeit über Twitch und YouTube. Das heißt, wenn man genug Geld damit verdient, wir gehen erstmal schlafen und dann holen wir die. Ne, wir müssen also so Richtung Weißlauf, ne? Ja, komm, wir gehen erstmal nach Tundra gut und schlafen da erstmal. Wenn man dann genug Geld verdienen würde, ja, das heißt, wie viel müsste man mindestens netto im Monat haben, dass man sagen könnte, davon könnte ich leben. Ob man es dann machen würde, weil ich ja ein bisschen Werbung mache auf der Arbeit mit wegen dem Kanal und so. Und er sagt dann mal, hey, du musst auch mal bei dem reingucken oder bei dem, der streamt dann halt auch, ne? Und dann so ein bisschen Schleichwerbung mache für uns. Und sind wir halt auch auf dieses Thema gekommen, ab wann würde man denn wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt, also ich könnte jetzt davon leben. Problem ist natürlich auch, du hast halt nicht monatlich deine festen Sachen. Das kann halt immer schwanken.
Das andere Problem ist halt, es gibt halt so viele, die das mittlerweile machen, die einfach nur darauf aus sind, Geld zu machen. Ja, das ist so das, was ich immer so sehe oder vorgeschlagen bekomme von den Leuten, wo ich immer zwischendurch reingucke und dann siehst du direkt Donation-Button und hast du nicht gesehen und ach, ne, die ganzen, ihr kennt das ja, den ganzen Kram, ne? Und ich habe dann gesagt, ja Leute, selbst wenn ich YouTube mache, der YouTube-Channel ist nur ein Archiv-Channel. Das, es geht ja nur darum, dass wenn ihr jetzt immer mal einen Stream verpasst habt, weil ihr jetzt ein paar Folgen nachgucken will und ja, da komme ich gleich drauf zu, dass man das halt nachgucken kann. Dafür ist der YouTube-Channel da. Der Hauptaugenmerk ist bei mir quasi der Stream, weil du dadurch mit den Leuten interagieren kannst. Die Leute können dich am Chat teilnehmen, kannst mit denen unterhalten und. Ja, das Ding macht sich immer selbstständig. Aber du hast halt auch ein gewisses Risiko. Ne? Also so wie Petra das gerade sagte, du musst halt wirklich monatlich einen gewissen Umsatz haben. Da musst du halt gucken, was du alles zahlen musst von den mit meinem auf Magica, glaube ich, noch gehen. Von den Sachen und. Ne? Also man muss wirklich schon so viel verdienen, dass man wirklich sagen kann, okay, ich kann quasi jetzt davon leben. Hohenmeister? Nein, warte mal, ich brauche das andere. Adeptstufe, scheiße, brauche ich ein bisschen mehr, okay. Lass mir kurz meine Punkte verteilen, dann quatschen wir gleich weiter drüber. 96. Da habe ich auch nichts Großartiges. Ne, kann ich das hier nicht auf 100 skillen? Geht das nicht? Doch, da. Dafür muss ich 100 haben, ne? Ja, okay, da weißt du was, dann lass mich mal kurz gucken, was haben wir denn hier noch? Gegenangriffe, mächtige Gegenangriffe können einen Gegner entwaffen. Wow. Sprint mit erhobenem Schild wirft die meisten Ziele um. Okay. Ich würde allerdings erstmal meine Einhändigkeit verbessern, wenn das geht. Ja, dann machen wir ein bisschen mehr Damage. So, das ist alles wieder voll. Okay, lass mal kurz gucken. Ja, genau. Wir sind übrigens ein Werwolf für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind ein Werwolf. Ja, also nur da nochmal kurz zur Info. Das lasse ich mal hier und das lasse ich auch mal hier. Ja, und das ist... Du lebst ja doch noch. Okay. Es ist, wie Peter gerade sagte schon, es ist ein sehr großes Risiko und das haben wir auch gesagt. Also ich habe dann gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, davon YouTube und Twitch gleichzeitig genug Geld zu verdienen, würde ich trotzdem noch arbeiten gehen. Weil das ist halt... klar, du verdienst zwar halt Geld, du müsstest dann halt Geld irgendwo anlegen, dass du wirklich... passiv noch Geld irgendwo mitmachst, ohne dass du was tust. Aber das Risiko ist halt auch, Twitch und YouTube wird kein Dauerbrenner sein. Irgendwann ist das mit dieser Let's Play-Szene. Das ist ja jetzt schon ausgebrannt einfach. Das ist einfach... Ja, das ist langweilig. Es ist nichts Neues. Der Hauptaugenmerk liegt ja bei vielen im Stream. Sag mal, morgen kommt jetzt ein neues Spiel raus. Alles wird so richtig gehypt. Das heißt, die Leute streamen das. Man guckt sich nicht mehr diese klassischen Let's Plays an, so wie früher, sondern du guckst dir die Streams an. Ja, weil du kannst, bist dann direkt dabei und das ist quasi der Hauptaugenmerk, ne? Ich will vielleicht geringfügig arbeiten gehen, um versichert zu sein und trotzdem genug Zeit zu haben. Ja, genau. Also ich habe auch schon gesagt, ich würde dann vielleicht nicht mehr in drei Schichten arbeiten. Das würde ich zum Beispiel machen. Wer seid ihr? Okay, die wollen auf der Schnauze. Also nicht mehr dieses Drei-Schicht-System machen. Sondern halt nur noch zwei Schichten oder eine Schicht arbeiten, dass du wirklich mal genug Zeit hast, um halt auch deinen Content zu machen, ausgiebig, ne? Oder halt, sag mal so, auf einen gewissen Betracht zu arbeiten. So wie Petra schon sagte, dass du halt versichert bist, ne? Dass man das halt hat. Die andere Sache ist halt, man muss es wirklich abschätzen, ob es sich lohnt. Wenn du jetzt sagen kannst, okay, ich kann davon leben, weil ich mehr genug verdiene und ich habe halt noch passives Einkommen irgendwo. Man kann halt auch mich versichern, kann das alles laufen lassen und. Und da ist wirklich immer ein konstantes Einkommen. Dann kann man das machen. Aber das Problem ist halt, das ist keine dauerhafte Lösung. Das kann von heute auf morgen, kann Twitch sagen, zack, boom, keiner streamt mehr. Ja, zack, boom, YouTube-Videos werden alle gesperrt, weil aus irgendwelchen Gründen. Das sind alle Leute, die streamen und YouTube machen, arbeitslos, weil die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, ne? Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt, was du jetzt zum Beispiel sagst, Norgard, ne? Er hat angefangen mit 2015. Ich habe auch 2015 angefangen. Hätte ich damals meinen Account nicht gelöscht, wäre ich wahrscheinlich schon viel weiter. Aber jetzt kommt dieser wichtige Punkt einfach. Du musst ein
Punkt finden oder allein Content muss einen gewissen Punkt haben, wo du sagst, das machst du durchgehend. Damit erreichst du genug Zuschauer. Ich kenne Streamer, also durchs Gucken, den gucke ich jetzt ein Jahr lang schon. Der hat vor 2 Jahren angefangen. Der ist auch ein bisschen älter. Der müsste auch ungefähr so mein Alter sein. Der macht nur WoW-Content, also World of Warcraft-Content. Und der macht den wirklich richtig gut. Der hat, an einem Abend hat er über 3000 Euro bekommen als Spende. Nur durch die Spenden. Da sind noch nicht die Subs drin und die Werbung drin. Die er dann noch, wo er noch mit Geld verdient, ne? Und, aber er steckt halt auch sehr viel Arbeit rein. Er hat auch wirklich so einen kompletten Guide gemacht zu WoW, mit Wiegauren, Klassenguides und, und. Also er steckt da wirklich auch Arbeit rein. Und die Leute sagen dann hier, also als Dankeschön kriegst du halt was, ne? Aber mein Ziel ist es nicht zu sagen, komm, ich mache jetzt halt jetzt ein Content nur und will damit Geld verdienen. Nein, mein Ziel ist es einfach Spaß daran zu haben, dadurch neue Leute kennenzulernen, wie zum Beispiel Petra, ja, oder zum Beispiel dich. Und mit denen dann halt quasi was zu machen, mit denen sich zu unterhalten oder so, das ist so quasi das, was ich machen will. Ob ich dann nachher Geld mitverdiene, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist so ein Punkt, wo ich mir momentan keinen Kopf drum mache. Weil ich habe einen Festvertrag, ich habe erstmal einen festen Job und solange jetzt nichts passiert, großartig, werde ich auch meinen Job weiterhin behalten. Weil die Arbeitslage ist gut. Also wenn wir genug Material hätten, würden wir wahrscheinlich durchgehend samstags arbeiten, ne? Und YouTube und Twitch ist eigentlich nur ein Hobby. Aber ich habe halt so die Befürchtung bei mir, wenn ich wirklich so weit kommen würde, dass ich mit YouTube und Twitch genug Geld verdienen würde, dann würde es mir keinen Spaß mehr machen. Das ist so die Befürchtung, die ich habe. Ach, Frost, jetzt kannst du nicht... Schau mal darüber. Sonst komme ich hier nicht durch die Tür. Das ist so die Befürchtung, die ich habe. Weil mir macht es Spaß zu streamen, macht es auch Spaß zu spielen. Ich meine, ich zock's da so den ganzen Tag. Ja, und ich habe halt das Glück, ich habe halt eine Freundin, die das geduldet oder mitmacht, sag ich mal so. Ja, an der Stelle. Ne? Aber für mich ist es halt wichtig, ich bin auch keiner, der sagen, der den ganzen Tag zu Hause sitzen kann und zocken kann. Das mache ich vielleicht ein paar Wochen. Lassen wir die Spielchen. Und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Weil ich muss halt was tun. Ich muss halt arbeiten. Ich war 2 Jahre lang arbeitslos, da habe ich nichts anderes gemacht, außer zu zocken. Da hatte ich das noch gar nicht mit YouTube und sowas auf dem Schirm. Und das hat mir nachher keinen Spaß mehr gemacht. Selbst WoW, was ich durchgehend gesuchtet habe, tagtäglich, hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ja, deswegen, ich weiß halt, wie das ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, nein, das will ich irgendwie nicht. Ja, es ist schön, wenn du einen festen Job hast. Und das Problem ist halt bei mir, was mir halt nicht so gefällt, ist halt quasi, Posti, du stehst mir im Weg, Alter. Nicht so ungut. Was mir halt einfach nicht gefällt, ist das halt mit diesem Dreischichtsystem. Dein Biorhythmus ist halt komplett im Arsch, ne? Jona, du stehst mir im Weg. Meine Fresse, scheiß KI. Das ist halt so meine Sache, die mir nicht ganz so passt. Aber hey, 3 Schichten, es gibt genug Geld im Monat. Ich kann mein Hobby damit machen. Ja, ich kann neue Spiele holen. Ich kann quasi das Studium von meiner Freundin mit unterstützen. Ja, und ich habe halt eine Bude und sonst halt Kleinigkeiten. Ne? Also das, was man halt zum Leben braucht. Und alles andere kann man gucken. Deswegen gucken wir mal, wie sich die nächsten Jahre dann entwickeln. Vielleicht bleiben wir auch bei der Followerzahl, die wir haben. Oder bei den Zuschauern, die wir haben. Ne? Also eine Followerzahl ist ja nichts anderes, wie einfach nur eine Zahl. Das ist genauso mit YouTube, wo ich heute auch drüber nachgedacht habe. Wobei ich hoffe, dass da Twitch das nie machen wird mit dieser mag ich und mag ich nicht Bewertung. Das ist so, das ist grausam halt einfach. Mir gefällt das halt nicht. Wobei ich so heute drüber nachgedacht habe, ist, das wäre auch eigentlich ein super Thema für einen Podcast, aber da ihr gerade da seid, quatsche ich das jetzt mit euch einfach. Es gibt ja viele Kanäle, oder sagen wir so 80% der Kanäle, sind ja so, dass die ja wirklich dann sagen hier, lass mir ein Like und ein Abo da. Und im Grunde genommen ist es so eine Bewertung für so ein Video eigentlich nichts mehr wert. Weil, wenn ich jetzt immer sagen würde, ja, lass mir ein Like und ein Abo da, okay, vielleicht wäre der Kanal größer, könnte möglich sein, weiß ich nicht. Aber wenn jemand, so wie ich, dann sich ein Video anguckt und sieht dann so die Bewertung, und du siehst halt die mag ich nicht Bewertung nicht mehr, also die Daumen nach unten, die siehst du halt nicht mehr. Oh, und dann sehe, der Typ hat jetzt, ich sag jetzt mal, 3000 Daumen nach oben und ich sag mal jetzt 10.000 Aufrufen. Woher soll ich wissen, dass von diesen 3000 wirklich Leute dabei waren, die gesagt haben, ja, ich like dieses Video oder mir gefällt dieses Video, weil der Content halt einfach gut ist, so wie er das macht oder halt mir das Video relativ gut gefallen hat. Oder ob es einfach nur dadurch ist, dass er das gesagt hat. Und das macht mir das halt so ein bisschen mürbe mit der
mit der Bewertung. Und deswegen habe ich mir heute so gedacht, eigentlich ist diese Bewertung bei YouTube doch der tolle Schwachsinn. Weil du weißt halt nicht, ob das, wie die Leute das bewertet haben, weil er es gesagt hat oder sie es gesagt hat. Oder weil sie sich einfach denken, ja, mag ich halt, weil das Video ist top, das ist klasse. Mir gefällt das. Und deswegen abonniere ich auch solche Leute nicht. Oder bewerte solche Leute nicht, weil mir persönlich sowas auf den Sack geht. Und deswegen gibt es in meinen Videos auch nicht sowas wie, lasst mir ein Like und ein Abo da. Weil ich bettel nicht danach. Wenn das jemand machen möchte, dann macht er das. Das ist genauso mit Twitch. Wenn jemand mir folgen möchte, dann soll er das tun, weil er es freiwillig macht, nicht weil ich ihm das sage. Nennt mich altmodisch, aber ich mag sowas nicht. Bei sowas bin ich eigen. Wobei, da hat jeder seine eigene Sachen. Ne? Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ja, ich arbeite für Twitch. Ich bin selbstständig. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber für mich ist das halt so, ich mag das halt nicht. Ich bin halt mit Kronk aufgewachsen, mit ein paar anderen Leuten, die ich da seit Jahren gucke. Und die haben sowas halt nicht. Ja, und wenn du halt nach einem neuen Video guckst und... Das ist... Ich weiß nicht, mich persönlich stört das, ne? Ach, Opi, deswegen bist du nicht altmodisch. Oh, das ist aber lieb von dir. Ich habe in der Gegend hier... Habt ihr die Initiative gegen... Ein weiteres Stück Ruhm. Gute Arbeit, Schildbruder. Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der Silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Rift verschanzt. Beeilt euch. Nun kümmern wir uns darum. Machen wir, wie gesagt, wir machen erstmal die Questreihe jetzt hier. Ein Rift. Ach, was ist gar nicht so weit weg. Oh, warte mal. War die Quest das überhaupt? Stopp. Das ist da hinten. Ah, okay. Welche Art von Waffen bevor? Ich weiß ja nicht, wie seht ihr das denn so? Ich frage euch jetzt einfach mal, weil der Dings ist ja gerade essen. Und dann Final Fantasy gucken. Also wir haben da jetzt auch drüber gesprochen, in einem Podcast übrigens, ne? Wegen YouTube-Entwicklung und so. Und das ist halt etwas, was ich persönlich nicht mag. Aber ich bin da halt, sag mal, altmodisch vielleicht. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer Stadt... Adwa, was machst du denn hier? Was glaubt ihr? Wieso ist der... Habt ihr ein paar Münzen für einen Nordbruder übrig? Damit ihr euch in der beflaggten Meere dafür etwas zu trinken kaufen könnt. Was will er? Ich hatte gehört. Dann störe ich. Habt ihr euch jemand... Verdammt. Habt ihr je den Eindruck? Haltet die Augen. What the fuck ist das? Er hat mal verfolgt uns. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Wir haben einen Follower in Skyrim. Junge, was ist dein scheiß Problem? Wenn du auf die Idee kommst, dein Schwert gegen mich zu benutzen, schlage ich dich. Ja, bei dir schon, aber ich muss sagen, Norgard, bei dir ist halt der Content, ich persönlich mag deinen Content. Ich schaue ihn auch sehr gerne. Ne? Aber es gibt halt, ich sag mal so, ich bin auch niemand, der wirklich aktiv auf YouTube nach irgendwas, auf YouTube, auf Twitch sucht. Ne? Ich habe dich ja halt durch Net ja auch kennengelernt. Und ich habe auch gesagt, der macht eigentlich super Content. Ich verstehe halt nicht, warum der so wenig Zuschauer hat. Und das wird mir halt auch häufig gesagt, ne? Von der Stimme her wirklich, du machst da wirklich tollen Content, deine Stimme ist wirklich angenehm. Und wie eines vorhin schon sagte, ich habe eine sehr attraktive Stimme übrigens. Eine sehr knackige, kernige Stimme auch, wo ich persönlich meine eigene Stimme überhaupt nicht mag. Ne? Bitteschön. Ja, deswegen kann ich halt auch bei manchen Leuten nicht verstehen, obwohl die so viele Follower soll haben manchmal. Wohin soll's gehen? Wir müssen nach Rift, dann, warum die halt so wenig Zuschauer haben. Und dann gucke ich mir halt irgendwelche anderen Sachen an, die mir vorgeschlagen werden. Und ich denke mir einfach, das ist der reinste Bullshit, was der macht. Warum hat er so viele Leute? Also was habe ich... Welches Jahr habe ich übersprungen oder vergessen, dass das wirklich Content ist, der wirklich interessanter ist als das, was wir machen? Ja, aber wie gesagt, vielleicht bin ich halt auch nur altmodisch bei solchen Sachen. Das kann natürlich auch sein. Na, deswegen... Ein Groupie, ja, definitiv. Also, das, wie gesagt, das ist das erste Mal jetzt, dass ich das mit den Sturmmänteln gemacht habe. Und ich weiß jetzt nicht, warum er uns da... hinterhergelaufen ist. Okay, er ist wieder weg. Wir gehen mal kurz schlafen und was essen, dann machen wir direkt die Höhle. Honigheim. So. Was haben wir denn hier noch? Käse. Brot.
Das ist ja genauso. Jetzt haben wir auch ein Thema gefunden. Ne? Jetzt habt ihr mich erwischt. Es ist ja genauso, wenn ich ja manchmal auf meine YouTube-Videos gucke, man sieht ja nicht mehr diese Mag-ich-nicht-Bewertung. Es gibt auch ein paar Videos, wo die Leute natürlich sagen, mag ich nicht. Und dann frage ich mich immer, was gefällt dir an dem Video nicht? Also, okay, das hat nicht wirklich gereicht. Also, was gefällt dir an meinem Content nicht? Also, wäre schon schön, wenn dann mal jemand reinschreiben würde, pass mal auf. Das finde ich halt nicht gut an deinem Content. Oder das und das, was du gesagt hast, finde ich nicht so schön. Also ich verurteile niemanden, seine Meinung zu sagen. Aber ich finde es halt schon dumm, quasi von den Leuten einfach zu sagen, hey, ich gebe den Daumen runter. Weil er nicht gesagt hat, ich soll ihn abonnieren oder liken, gebe ich den Daumen runter. Ja, also wenn mir das dann jemand als Begründung reinschreiben würde, weil du nicht gesagt hast, ich soll den Kanal abonnieren und liken, kriegst du den Daumen runter, dann sage ich, okay. Dann bist du kein Zuschauer, den ich haben möchte. Ganz einfach. Ja, so kann man es natürlich aussehen. Haben wir kein... Ach doch, da haben wir noch Salz. Mammut-Käseschale? Ih, wer will denn das? Oh, Feuersalze. Können wir doch mal eben Essen machen. Ich guck gerade. Ich müsste, glaube ich, oben die Sachen haben zum Kochen. Das ist für Alchemie, das ist für die Kinder. Das ist übrigens das Zimmer, was wir fertig gemacht haben. Das hat man in der anderen Skyrim-Folge übrigens nicht gesehen, weil ich es rausgeschnitten habe. Da habe ich einen Kochtopf. Warte, ich gucke sofort. Lass mich mal kurz gucken, was kann ich... Kann ich hier was an Töpfen, hier Suppen machen? Ach, da habe ich keine... Verdammt, ich habe keine Tomaten. Ich habe noch ein Salz. Ich habe ein Salz. Also zum Beispiel Suppen brauchen wir zum Beispiel, wenn wir ins kalte Gebiet gehen. Da brauchst du sehr viele Suppen. Man kann halt nicht eingefallen und manche wollen halt einfach nur trollen. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal... Magic, ne? Junge, ich weiß nicht, wie du es machst, aber... Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Also ich frage mich gerade, wie du da sitzt. Und ja, ich finde es auch ultra mutig, jemanden, den man nicht leiden kann, warum auch immer, einen Daumen nach unten zu geben. Also ich sag mal so, ich habe halt, wie gesagt, ich mache den Content halt schon länger. Also für mich ist das dann nichts Neues. Ich habe also die Erfahrung gemacht, ich habe damals Mass Effect Andromeda Let's Play gemacht. Und ich habe meinen Charakter komplett in grün gemacht. Das heißt, komplette Kleidung grün, Haare grün, alles grün. Giftgrün. Einfach, weil ich Lust und Laune dran hatte. Und guck dann irgendwann mal über Sandy und sehe auf dem Video 20 Aufrufe und davon 19 Dislikes. Also Daumen nach unten. Und ich dachte mir, Dude, was ist dein Problem? Warum? 19 Daumen nach unten. Und dann hatte ich irgendwann... 4 zu 30, glaube ich. Versenkten Hammer gibt's auch gute Stahlschwerter. Es kam kein Kommentar, nix. Und dann haben wir irgendwann mal in der Analyse geguckt. Es war jemand, der nicht den Kanal abonniert hat. Und auch nicht geguckt hat. Das heißt, Video angehalten, Daumen nach unten. Und das ging bei mehreren Videos so. Was benötigt ihr, mein Freund? Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Wow. Ach stimmt, er beschützt ihn. Ja, stimmt. Die haben einen anderen Ja jetzt, ne? Warte. Solange sie mich an ihrer Seite behält, solange kann sie auf den Schutz meines Schwertes zählen. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass jemand so dumm wäre, Maven. Ich meine, Jarl Maven töten zu wollen. Für den Fall der Fälle bin ich aber bereit. Hey. Wenn sich das Kaiserreich und die Sturmmäntel wegen irgendwelcher Dummheiten die Köpfe einschlagen wollen, dann lasst sie doch. Ich kümmere mich nur um zwei Dinge. Ich passe auf Maven auf und zähle das Gold, das ich dafür bekomme. Und die Blicke gerade von denen, ne? Wir sehen uns. Warte mal, kann ich dich benehmen? Was wollt ihr? Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Wir sehen uns. Angesichts eurer Verdienste im Kampf gewähre ich euch hiermit die Erlaubnis, in Rifton Eigentum zu erwerben. Was wollt ihr? Wenn ihr daran interessiert seid, wendet euch an meinen Vogt. Wir haben doch schon Eigentum hier, Kind. Was wollt ihr? Gut. Okay. Haben wir einen Termin? Gut. Ja, also wie gesagt, ich hatte ein paar mehr Videos noch gemacht. Hab dann irgendwann mal weiß und intelligent und hab dann quasi das so reingemacht, dass man als, wenn du ja ein Video neu auf YouTube kommt, wirst du ja normalerweise, wird es angezeigt. Habe ich rausgenommen.
Das heißt, es gab dann schon mal weniger Aufrufe und weniger Daumen nach unten. Dann geguckt, wieder jemand, der den Kanal nicht abonniert hat, nicht geguckt hat, einfach Daumen nach unten gegeben hat. Warum auch immer, ich habe es nicht verstanden. Es gab auch nie Kommentare dazu. Und dann wünsche ich den alten Mann eine gute Nacht. Bis die Tage, na Gott, danke fürs Reinschauen. Gab es dann, na, ich muss mal kurz speichern. Beim Schnellspeichern. Gab es dann nochmal ein Video. Da habe ich das zum Beispiel ausgestellt mit der Mag ich nicht Bewertung. Und zack, hattest du nur noch 2 Daumen nach unten. Und ich mich immer gefragt habe, warum? Ja? Also wir haben es auch nie herausgefunden, weil den Kanal, also der Kanal gibt es noch, die Videos gibt es aber nicht mehr. Und es ist genauso wie bei meinen Payday-Videos damals. Ich habe ja Payday-Guides gemacht und bin mein Fullfort installiert. Gute Nacht. Und da habe ich auch immer wieder Daumen gehabt, die nach unten gegangen sind. Habe ich jetzt zum Beispiel bei manchen Sachen auch. Es ist nicht so, als würde es mich stören, aber ich würde dann schon mal ganz gerne wissen, was habe ich denn getan? Oder wo sagt die Person dann, ja, pass mal auf, das gefällt mir an dem Video nicht. Ja, und es ist halt so, wie Norbert schon sagte, du kannst halt nicht jedem gefallen. Es gibt halt auch Trolle. Ne? Und mich ist es aber halt interessant, was gibt es denn zu kritisieren? Also ich bin da halt immer auf, wenn jemand sagt, pass mal auf, deine Stimme gefällt mir nicht. Ja, tut, dann guck was anderes. Dann bist du hier falsch. Ja, oder ich mag halt das Video nicht, weil es die Qualität so schlecht ist. Tut mir leid. Ich habe keine 10.000 Abonnenten oder 1.000 Abonnenten, dass ich 4K-Videos machen könnte. Außerdem habe ich das Geld nicht dafür, ja, mir eine 3090 Ti zu kaufen, um dann 4K-Videos zu machen. Plus Monitore natürlich. Habe ich natürlich auch nicht. Ne? Also es ist. Also ich habe auch schon Kommentare mitbekommen auf Twitter, da hat jemand reingeschrieben, wie keine 4K-Videos. Ja, dann gucke ich deine Videos nicht. Gib's erstmal einen Daumen nach unten, wo ich mir denke, Dude, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich einen PC zu kaufen oder die Möglichkeit, sich sowas für dich zu machen, dass man 4K-Videos machen kann. Ja, das ist halt das, was ich mir gedacht habe. Na, es sollte auch mal treffen. Ja, das ist so das, was ich mir denke. Deswegen bin ich halt, ich sag mal so, ich habe lieber eine kleine Truppe, wo ich super mit den Leuten zurechtkomme, als wirklich eine Masse von Anzahl, wo du halt keine Übersicht mehr hast, ne? Wie gesagt, mein Ziel ist es jetzt nicht halt damit, Geld zu verdienen. Ich mache es halt, weil es mir Spaß macht. Das hat mir damals auch schon Spaß gemacht, aber naja. Andere Gründe damals, warum ich aufgehört habe. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, ich glaube des Öfteren schon, aber ich muss auch immer sagen, nachdem ich jetzt quasi wieder neu angefangen habe, ich habe so viele neue Leute kennengelernt und es läuft wesentlich angenehmer und besser als damals. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel den Norgard kennengelernt hätte, ob ich viele andere kennengelernt hätte, Power Polar zum Beispiel als andere Leute, die ja mal eine Zeit lang auch da waren bei gewissen Spielen. Er hat auch eine D3-Rüstung. Gut, dass du eine D3-Rüstung anhast, mein Freund. Denn die brauche ich gleich mal. Meine Begleiterin möchte deine Rüstung ganz gerne haben. Stirb doch endlich hier. Ja, also das ist. Es hat auch Vorteile, sagen wir mal so. Die ganzen Leute, die ich damals mit da drin hatte. Ja, die nehmen wir auch mal mit. Oder viele Follower, die da waren und nie wieder da waren. Na, das hast du hier auch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, gleich hast du eine andere Rüstung an hier. Warum der jetzt plus 9 hat, weiß ich jetzt auch nicht. Was haben wir denn jetzt? Ach, wir haben die kaiserliche Drachenrüstung an. Ja, wegen Feuerresistenz und so. Ja, ja. Ringe vom Palais. Ja, das ist aber eine Zweihänderwaffe, ne? Ja, natürlich. Ja, ich speichere nochmal eben. Hat alles Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Aber ich mag es so, wie es jetzt aktuell ist, deswegen das gefällt mir ganz gut. Okay, hier waren wir, glaube ich, schon. Wollte gerade sagen, da liegt Seife. Ah, ein starkes Gift. Okay, unser Frosty kann übrigens Teleport, wie es aussieht. So ist es nicht. So, was haben wir hier sonst noch? Oh, ich bin gerade müde, das ist uncool. Oh, das war wohl nichts. Ja,
Jetzt habe ich so viel erzählt, dass ich gar nicht gelootet habe. Habe ich irgendwelche Sachen mitgenommen, die ich gar nicht gebrauchen kann. Gutes Geberfell, wieso hat man sowas in der Tasche? Ja, jetzt habe ich keine Themen mehr. Da habe ich alles natürlich erzählt. Ich sehe übrigens auch nicht, wie viele Leute da sind. Ich müsste jetzt erstmal aufs Handy gucken. Damit ich gerade sehe, wer noch da ist. Vielleicht sind auch Leute da, die halt nicht schreiben möchten. Das ist auch vollkommen okay. 5 Leute haben wir. Alter Falter. Ja, hallo an die 5 Leute. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ich sollte mir abgewöhnen, nachzugucken, wie viele Leute da sind, weil das macht mich dann doch ein bisschen nervös. Ja. Ich hoffe, ich kann euch einen vernünftigen Stream bieten zum Abend hin. So, wir reiten jetzt nochmal zurück und gehen dann nochmal zurück nach Weißlauf. Ich denke, eine halbe Stunde werden wir noch ungefähr machen, so bis 12:30. Und dann werde ich auch aufhören wieder, weil morgen um 8 Uhr klingelt der Wecker. Denn morgen früh um 9 nehme ich dann wieder Stardew Valley auf bis 10 und fange dann quasi dann an von 10 bis 11, oder sagen wir von 10 bis 12:30 meine Videos fertig zu machen. Und diese dann zu schneiden und zu rendern. Weil es muss ja täglich Content kommen auf YouTube, ne? Ihr wollt ja natürlich auch die Videos gucken, die nachher kommen. Versuche ja euch ja regelmäßig dann Content zu bieten. Aber ich glaube, die Folge Skyrim schneide ich da mal nicht. Damit man auch sich so ein bisschen das Gesabbel anhört. Naja. Aber wie gesagt, ne, wenn man da Bock drauf hat, dann kommen die Leute auch immer gerne wieder. Und es macht auch wesentlich mehr Spaß, wenn man die Leute dann noch sieht, die dann immer wieder reinschauen. Das freut mich dann natürlich auch. Bei einer kleinen Gruppe, na, hat man natürlich den Überblick. Ich sag mal, bei gewissen Leuten weiß ich sofort, wer das ist, weil halt die VIP-Ringe haben. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut. Jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Ja, ich bin falsch gelaufen, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Wenn man falsch reitet. Ja, es ist schon spät. Nach der Spätschicht, nach 37 Grad heute. Peter, war es denn bei dir heute auch so warm? Draußen, also wir hatten heute ziemlich warm. Also 37, 38 Grad hatten wir heute zum Teil. Okay, da greifen Trolle an. Okay, das ist strange. Das kannte ich jetzt auch noch nicht, dass da sowas kommt. So, Herr von uns so. Wohin soll's gehen? Jetzt mal kurz gucken, wo wollte ich hin? Weißlauf wollte ich hin. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja, machen wir das. Geht halt am schnellsten. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Katschit oder so nennen sie sich. Ja, das, ich hoffe, dass es bei dir nicht so lange anhält, dass du schnell wieder gesund wirst. Dass es dich nicht ganz umhaut. Drück dir die Daumen. Wie gesagt, der Arbeitskollege hat es auch. Ja. Weil von manchen habe ich gehört, das ist nur wie eine leichte Erkältung. Die anderen haben gesagt, ja, es ist ein bisschen wie schwere Grippe. Das ist bei jedem immer unterschiedlich. Ich hoffe, dass es bei dir einen relativ leichten Verlauf nehmen wird. Atwa ist wieder da. Junge, was ist dein scheiß Problem? Ich glaube, mein Skyrim-Safe-Game ist hier im Arsch oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst, in mein Haus zu gehen. Nicht, dass der mitkommt. Oder er will uns umlegen. Das kann auch sein. Aber wir sollten mal unbedingt was essen hier. Aber ich kann euch gleich mal zeigen. Ach, nicht dafür. Ich kann euch gleich mal zeigen, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel den Kanal folgt. Warte, ich zeige euch das mal eben. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich mache jetzt hier einfach mal ein. Ich habe da schöne Bild drin. Also quasi meine Maske habt ihr drin. Und wenn jetzt zum Beispiel, also der Tug und die Maranuba haben jetzt zum Beispiel auch abonniert. Jetzt habt ihr den kleinen Rabauken mit drin. Als Bild. Habe ich jetzt vor kurzem geändert. Das ist ein bisschen interessanter gestaltet. Aber ich sie arbeiten noch dran. Ich habe hier für Ablenkung für euch gesorgt. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Und es gibt auch noch viel zu tun. Aber leider hat Kodlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch sehen.
Ich gebe euch einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten, aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Die Ehre des Blutes. Ja, also wir hatten damals auch mal den kleinen Rabauken drin. Das ist damals noch, ich glaube, die Bilder haben mir die auch schon geschickt. Wo wir damals bei meiner Freundin gewohnt haben, die hatten damals so einen Tower geschenkt bekommen. Da saß er halt drin und hat dann halt so die Nase rausgehalten. Und das ist dann, gibt es dann immer als Subscriber-Bild. Aber wenn man dann halt nochmal subbt, da habe ich halt nur dieses Standardbild drin. Wir sind dabei noch, das zu bearbeiten. Also es dauert noch ein bisschen. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, Jüngling, setzt euch. Oh, jetzt gibt's Ärger. Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Eure Herzen sind voller Trauer. Und auch mein eigenes beweint Kjors Verlust. Doch sein Tod wurde vor langer Zeit gerecht. Ihr habt mehr Leben genommen, als es die Ehre verlangte. Der Kreislauf der Vergeltung mag noch eine Weile in Bewegung bleiben. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Da hat der Junge nicht ganz Unrecht. Die Wahrheit sieht aber viel komplizierter aus. Das ist es immer. Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hersina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Dazu kommen wir noch. Es reicht leider nicht aus, sie einfach nur zu töten. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hersine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Gut, nun beeilt euch und lasst keinen von ihnen am Leben. Möge Talos euch leiten, mein Junge. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Ja, eigentlich ein cooler Charakter, der Kotlak. Allerdings viel zu wenig Möglichkeiten mit ihm im Spiel. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr mitmachen können, außer generell mit den Gefährten, mit der Diebesgilde und Co. Hätte man ein bisschen mehr machen können, als nachher nur diese endlosen Quests. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ja, ich habe auch keine Fragen. Ich gucke nämlich gerade mal eben, wo ist die Ecke. Oh, das ist aber ganz weit weg. Das ist ja ganz weit weg. Wir könnten von Falkenring aus, könnten wir da hinten hoch. Ich würde sagen, das machen wir heute noch auf jeden Fall mit. Überlege gerade, kriegen wir das hin, die komplette Questreihe heute noch fertig zu kriegen? Ich schaffe allerdings nicht in einer Viertelstunde. Wir gucken mal. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Falkenring runter. Und dann werden wir mal... Es kommt, hat was schon wieder. Unser Groupie ist wieder da. Unser Groupie. Ich habe keine Ahnung, warum der hinter uns herläuft. Es ist definitiv ein Bug. Also,
Da gehe ich mal sehr stark von aus, dass das ein Bug ist, weil ich hatte das noch nie gehabt. Wie gesagt, auch das erste Mal jetzt mit den Kaiserlichen uns angeschlossen. Das macht mehr Spaß, als ich dachte. Irgendwie habe ich gerade Angst. Was glaubt ihr, wer mehr Rebellen getötet hat? Ihr oder ich? Ihr seid noch am Leben? Verdammte. Legat, haltet die Augen offen. Hallo, Freund. Bleibt wachsam. Habt ihr euch jemals gefragt, ob wir nicht wenigstens vorübergehend einen Waffenstillstand mit den Sturmmänteln schließen und uns gemeinsam um ein paar Drachen kümmern sollten? Wäre natürlich eine gute Idee, ne? Aber ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit hinter mir herrennt. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Bug im Spiel ist. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was das sein sollte. Ja, wir werden versuchen, natürlich alle Hexen zu erledigen. Wobei das natürlich ein bisschen schwierig werden könnte, glaube ich. So, wir gehen... Wohin soll's gehen? Ich möchte nach Falkenring. Was ist denn da? 50 Gold. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Wenn man übrigens überladen ist im Survival-Modus, könnte die Kutsche nicht benutzen, ne? Meine Kutsche ist die... Das geht dann nämlich übrigens auch nicht. Und wieder... Halb leer hier. Was? Mit dem Essen. Ich kenne euch doch. Nein, du kennst mich nicht. So, das ist doch eine ganze Ecke hier, ne? Ach, ich wollte eigentlich gucken. Ne, der Dings müsste derselbe sein, der auf dem Stuhl sitzt. Aber habe ich da nicht allen geholfen? Ne, nur 2 von 3, okay. Müssen wir nochmal. Da gab es, glaube ich, noch einen, da musste man eine Questreihe machen. Und dann bekam man irgendwie einen Ring. Aber das kann man später machen. Wir machen jetzt erstmal die Questreihe der Gefährten heute. Ja, einfach geradeaus rein. Und nächste Woche, Montag, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, da kann man auch 3 Stunden Skyrim machen. Also Spätschicht-Streams sind immer so ein bisschen variabel von der Zeit. Es kommt immer darauf an, wie anstrengend der Tag war. Um das mal so auszuführen. Sagen, was kommt jetzt da angeritten? Okay, dann gleich nach links rum. Ja, mir fehlt halt immer noch diese Mini-Karte einfach. Wo du sehen kannst, wo du ungefähr hin musst, weil oben das Ding, das gefällt mir halt nicht so. Damit kann ich halt nichts anfangen, weil ich halt wirklich alles drin habe an Quests. So, Halbmondmühle, das heißt, ja, wir haben nur eine ganze Ecke vor uns. Ach ja, wäre schön, wenn es übrigens regnet. Das ist nicht so warm draußen. Wir haben hier irgendwo eine Höhle, die ich noch nicht entdeckt habe. Ich bin auch gerade etwas falsch, ne? Ich müsste eigentlich auch noch Azura Stern finden. Weil ich gerade keine Ahnung habe, was das für eine Quest war. Ach, die. Ja, die kann ich noch nicht machen. Wenn ich die jetzt nämlich mache, dann kann es passieren, dass das verbuggt. Das hatte ich im letzten Safe-Game. Wir müssen nämlich, also ich kann es ja verraten, also wir müssen den Typen helfen, also er braucht einen Trank, wir müssen den Typen dann helfen, die Leute quasi zu rächen, die getötet worden sind. Und es kann halt passieren, wenn man zu früh zu dieser Quest geht, dass er halt nicht mehr zurückkommt und dann nicht als abgeschlossen zählt. Das kann nämlich auch passieren. Aber ich will jetzt ganz gerne noch die Köpfe holen und dann zurück nach Weißlauf noch. Würde ich heute noch ganz gerne machen. Junge, warum willst du mich abkühlen? Was soll sowas?
Nein, wirst du nicht. Schlimm, ne? Gehst du einfach, bist du gerade am Reiten mit deinem Tierchen? Zack, bist du angegriffen. So, ich speichere mal eben, weil die können nämlich sehr unangenehm werden. Aber wir haben ja Frosty dabei, deswegen das sollte eigentlich gehen. Schauen wir mal. So, essen wir vorher noch was? Nee, ne, wir machen das jetzt so, würde ich sagen. Ich hätte eigentlich auch meinen Beschwörungszauber skillen können. Ja, jetzt ist er nicht da, jetzt ist er fast geköpft, aber er war ja nicht da. Wie gesagt, wir werden alle erledigen. Also wir machen jetzt nicht nur eine, wir machen sie alle platt. Muss man eben hier Licht anmachen. So, zack. Weil, wenn man nachher natürlich kein Werwolf mehr sein möchte, kann man zum Beispiel mit den Köpfen sich quasi dadurch auch befreien. Oder man wird einfach zum Vampir, das kann man auch machen. Das geht auch. Gucken, ob es hier was zum Looten gibt. Oder Diamantring. Wir haben so viel Gold, das ist uns eigentlich relativ egal. Okay, die haben wir schon gehabt. Weizen. Kann man aus Weizen und Blasenpilz ganz einen Heiltrank machen. Alchemie wollte ich eigentlich auch immer geskillt haben, aber irgendwie ist mir das dann doch so aufwendig geworden. Wollte ich auch mal einen Skyrim ran machen, ohne sich zu heilen. Das heißt, ohne Heiltränke zu benutzen. Und ohne Heilungsmagie zu benutzen. Ja, als ich das mal privat getestet habe, ich bin nicht sehr weit gekommen. Bin dann quasi beim ein oder anderen Kampf dann doch des Öfteren gestorben. Und dann habe ich gesagt, okay, hat sich dann erledigt. Na. Ich habe die Tasten komplett durchgedrückt. Was haben wir denn hier Schönes? Gold, Saphir. Da ist auch nichts mehr. Aber ich muss sagen, ich finde den Frosty eigentlich schon ganz cool, dass man den halt holen kann als Beschwörung. So, im Team wieder Licht anmachen. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 3 Stück, sehe ich gerade. Jetzt direkt rechts abbiegen, dann müssten wir noch eine Höhle haben. Das ist die hier. Nee, oder die ist oben, das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, wir machen jetzt alle direkt. Ich habe es nicht getroffen. Hat die auch eine Truhe hier irgendwo stehen? Vielleicht irgendwo im Wasser? Nö, da ist nichts. Geizig hier, hat nicht mal eine Truhe hier, ey. So, dann machen wir kurz einen Quicksave. So, lass mich mal schauen. Eine haben wir nur noch. Das heißt, die müsste oben sein. Ich wollte gerade sagen, mich jetzt so durch den Weg hier hochzugehen. Da gehe ich wieder raus. Das ist hier oben. Nur doof, ins Ohr dann juckt und versuch's dann quasi weiterzulaufen.
ziehe gern zurück. Optional ist auch abgeschlossen. Tragödie in Schwarz. Man kann sagen, haben sie jetzt echt der Ziege da den Kopf abgeschlagen und dann den dahingestellt? Wie sonst noch so? Nix. Okay, dann kommen wir direkt wieder zurück. Ein Reiten macht direkt zurück. Oh, warte mal, einen Falkenring habe ich gar keinen. Verdammt, ich habe in Falkenring gar keine Kutsche. Ja, dann machen wir es heute doch nicht mehr. Dann machen wir es nächste Woche Montag. Dann werde ich in der Zeit drüber reiten, weil das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Und ich weiß auch gar nicht, wo Lydia ist, fällt mir gerade ein. Ja gut, dann will ich jetzt sagen, ich speichere jetzt. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend. Und ja, bis morgen, wenn ihr Bock habt. Ciao, ciao.